Ich sehe gerade immer noch kein Ende der 160 Trecker-Schlange, aber das soll uns gar nicht stören. Christoph hat euch ja trotzdem auf den Weg geschickt und ich sehe auch immer noch gefühlt hunderte Leute im Bahnhof. Also, Leute, ihr könnt ja schon mal euch orientieren. Es geht gleich, genau, in die Richtung, Richtung Spree sozusagen, Richtung Kanzleramt und dann einfach die Straße hoch. Tanja, wie sieht's denn aus? Was sehen wir denn hier alles so? Was wollen die Leute alles von Schmidt, wenn sie gleich darüber gehen zum Wirtschaftsministerium? Sie haben, nehme ich mal an, dass ihr das auch wollt, was wir wollen. Wir wollen nämlich die Agrarindustrie raus aus den Töpfen und wir wollen eigentlich auch Agrarindustrie raus aus den Köpfen. Da muss sie nämlich erstmal raus aus den Köpfen der Politiker, die glauben, dass es okay ist, wenn man Santo-Geld verdient und nicht die Landwirte, oder? Ja, genau, so ist es. Und wenn ich mich hier so umschaue, ich sehe so ein paar Schilder, die sehe ich jedes Jahr, ja. Und es ist natürlich toll zu sehen, irgendwie, dass ihr immer dabei seid. Zum Beispiel hier unten der Bund Naturschutz in Bayern aus Traunstein. Ich bin mir ganz sicher, ihr seid jedes Jahr da. Hallo, herzlich willkommen. Viel Spaß auf der Demo. Und ich möchte die Initiativen von Bauernhöfe statt Agrarfabriken willkommen heißen. Da vorne stehen sie und es sind ganz, ganz viele, die sich für eine andere Landwirtschaft einsetzen. Und zwar überall in jeder Gemeinde, in der Ställe gebaut werden, mit denen niemand, von denen niemand profitiert. Siehst du noch was? Ja, ich finde super da hinten, wie gesagt, Essen ist politisch. Da hinten finden welche Tütensuppen sind alternativlos. Ja, stimmt. Und auch armes Schwein, 3,90 Euro das Kilo, das darf nicht sein. Recht haben sie, würde ich sagen, Tanja. Ich begrüße die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und die Bauernstimme. Da kann man nämlich alles drin lesen, was man wissen muss, was wir für eine bessere Politik brauchen. Und die verlegen auch die tollen Bücher von Matthias Stürwold, dem allerschönsten Bauerngeschichtenschreiber. Und wir haben wieder ein zweites Mikro, jetzt reden wir im Duett. Joyce mit Mikro. Ja, hallo, ist es an? Ja, hallo. Hallo auch an den BUND, an Greenpeace, an Bioland, an Naturland. Hier vorne. Willkommen an NABU. Hallo, hallo kleines Huhn, hallo Möhre, hallo Biene, hallo NABU. Ja, Mensch, hallo. Hallo Verband Bayerische Bienenzüchter da drüben. Jugendgruppe Falkensee, herzlich willkommen. Hallo ihr da hinten. Die fragen, wie viele Lobbyisten waren notwendig, Herr Schmidt? Ja, fragen wir uns auch, oder? Würden wir gerne wissen. Hallo Bioland und hallo Brot für die Welt. Brot für die Welt Jugend ist dabei. Die haben nämlich eine wichtige Nachricht. Es geht nämlich nicht nur um uns, es geht auch um die Kleinbäuerinnen in Afrika und Asien, denen wir mit unseren Exporten die Preise verderben. Und da geht es um Leben und Tod. Und deshalb ist es toll, dass ihr hier seid und euch einmischt. Hallo Brot für die Welt. Genau, auch von mir. Hallo? Hallo Rügen, pestizidfrei. Da hinten am Bahnhof. Herzlich willkommen, viel Spaß euch. Hallo. Mein Schwanz bleibt dran, mein Schnabel auch. Mein Schnabel ist meine Gabel. Und hallo, mein Horn bleibt vorn. Das ist eine ganz wichtige Nachricht, denn Kühe sind ja eigentlich mit Hörnern geboren. Aber wenn man Kühe mit Hörnern hält, muss man auch ordentlich Platz dafür haben. Also müssen wir alle im Laden in den Laden gehen und sagen, wir wollen Kühe von Milch, Milch von Kühen mit Hörnern. Wir wollen die unterstützen, die das können, Kühe mit Hörnern ganz zu lassen. Mein Horn bleibt vorn. Vielen Dank für das Schild. Mir fällt übrigens noch was ein, Tanja, wo ich gerade so die Trecker noch vorbeifahren sehe. Ihr habt ja gehört, dass die teilweise bis aus Oberbayern hierher kommen und haben ziemlich viel Sprit in ihre Traktoren gekippt. Und wenn ihr denkt, okay, ich habe vielleicht keinen Trecker, aber ich möchte den Euro dazugeben zum Spritgeld, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt auf diese Wir haben es satt Webseite gehen und dort Treckerpate werden, ja? Ist auch ein tolles Geschenk, verschenkt Treckerpartnerschaften und gebt ein paar Euro zusammen. Ich glaube, man kann sich auf den Trecker aussuchen, ob Neon, Gelb und Groß oder Mini, kleiner Rosenbetriebstrecker. Werdet alle Treckerpaten. Und wer das kompliziert findet, der kann auch in die Spendendosen einfach werfen, was er so an Kleingeld oder Scheinen findet. Denn das hilft der Demo und das hilft allen, die sich hierfür eingesetzt haben und von weit her gekommen sind. Ja, das glaube ich auch. Und ja, mir ist jetzt schon so ein bisschen nach Springen. Hier vor unserer Bühne ist Musik. Ihr hört es leider da hinten nicht. Ihr könnt ja auch ein bisschen springen, wenn euch kalt ist, bevor es losgeht. Ich sehe, jetzt sind auch die Trecker durch. Da fahren schon ein paar Polizeiautos hinterher. Würde ich mal sagen, ach die Luzi ab zum Wirtschaftsministerium. Töpfe nicht vergessen. Und Ohrenstöpsel rein, wer hat. Genau.
Ihr sollt nämlich hinterher weiter hören können, was weiter genauso in die Welt getragen wird. Es gibt noch eine Sache, die wichtig ist. Wir sind hier eine Demo von einem ganz breiten Bündnis, 50 Organisationen. Wir sind Entwicklungsgruppen, Umweltschützer, Tierschützer. Wir sind Bäuerinnen und Bauern, wir sind Landwirtinnen und Landwirte, wir sind Konsumentinnen und Konsumenten. Wir sind eine Demo für alle Menschen und für alle Tiere. Und Rassismus und Ausgrenzung haben hier überhaupt keinen Platz.